Rums, da schlägt der Hammer ein. Vollen Einsatz und technisches Geschick bewiesen unsere Jungs diesmal nicht auf dem Eis, sondern auf dem Hamburger Dom. 6 Disziplinen und ein heißer Kampf um die Ehre. Denn aufgeteilt in 2 Teams standen sich Anglo- und Franco-Kanadier gegenüber. Nach dem dritten Durchgang zogen Betauer und Roy die Zwischenbilanz. Mathieu hat den Hammer schon ordentlich einschlagen lassen, aber das war bislang deren einziger Sieg. Wir haben Bowling und Dosenwerfen gewonnen. Ein guter Start für uns. Bis jetzt hat es viel Spaß gemacht. Wir Franco-Kanadier liegen mit einem Spiel zurück, aber ich hoffe, wir starten durch, um den Titel zu holen. Den Titel für die lustigste Szene des Tages sicherte sich auf jeden Fall James Betauer im Spiegelkabinett. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich habe nur einen Spiegel auf meiner rechten Seite gesehen, dachte, links wäre frei und dann bin ich einfach drauf losgelaufen. Dafür habe ich den Preis gezahlt, aber es hat sich für mein Team gelohnt. We got the win and that's all that matters, you know? Good for English Canada. Gut für English Canada ging es auch in den letzten beiden Disziplinen weiter. Da sei ihnen am Ende auch eine kleine Spitze in Richtung des Verliererteams gegönnt. It was fun. Der Tag hat richtig Laune gemacht. Wir, die einzig wahren Kanadier, haben die Frankos platt gemacht. Ich denke, das Wetter hat eine entscheidende Rolle gespielt. Wir sind die kalten Temperaturen einfach gewöhnt. Ich hatte vorher schon gehört, dass die Frankos Weicheier sind. Das hat sich heute bestätigt. Trotz des deutlichen 5:1 Endstandes war es heute definitiv der Spaßfaktor, der im Vordergrund stand. Und mit genau der Leichtigkeit kann es in den nächsten Spielen gerne weitergehen.